Und deine Mutter. Was macht die denn jetzt hier? Hä? Ach so. Was? Was ist denn? Was? Hier, was? Nicht so schnell. Was? Hä? Bin verwirrt. Hier. Ah. Okay. Nee. Hä? Was? Hier. Nee. Hier. Nee. Hier. Ja. Hier. 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 Und jetzt hier. Hier. Ja. Nein. Nein. Hier. So, stell ich mich glatt an. Gehen wir endlich. Ja. In der Schwimmstadt könnte es sehr heiß sein. Hat irgendjemand Sonnencreme eingepackt? Haha. Haha. Ich bin froh, dass ihr mal ein bisschen in eine warme Sonne kommt, nachdem ihr da tagelang durch den Scheiß... Oh, und jetzt ist eine Riesengruppe. Aber davon töten wir nachher noch einige, weil die sich in Vampire verwandeln. Oder so. Wassermia! Ja, wir sind jetzt in Wassermia. Und dort überschlagen sich natürlich die Ereignisse. Und was ich schon weiß, ist, dass ich ihm ja diesen Vorschlag mit dem Blumenstrauß gemacht hat, den er nicht durchziehen wird, weil er ein Assi ist. Wir suchten Wassermia. Die Wasserstadt. Auf. Alle Häuser der Stadt wurden auf Flößen gebaut. Errichtet. Die freundlichen Bewohner haben uns in das Haus des jungen Luke gebracht. Ja, es ist echt langsam. Das ist Lukes Haus. Er ist ein liebenswerter junger Fischer. Ich begebe mich auf einen langen Fischfang. Okay, ich begebe mich auf einen langen Fischfang. Das Haus gehört euch, solange ich fort bin. Schön, gut. Oh, langsames Gequake geht mir auf die Eier. Ich mache mal einen Speicherstand nur zur Sicherheit. Meine Fresse. Gut. Wassermia ist wundervoll, aber ich habe Schreckliches gehört. Sie spielen mit menschlichem Leben. Freya war ähnlich, aber auch wunderschön. Alles hat zwei Seiten. Ich hörte, Lance hat in der Stadt einen Bekannten getroffen. Ich denke, er hat ihn besucht. Hehe, ich habe etwas Tolles gefunden. Es liegt in deinem Haus, eine Art Buch. Ich hätte es eigentlich nicht lesen dürfen, aber... Das ist das Haus, auf dem es Floß gibt. Ist mir eine... Das Haus auf diesem Floß gibt mir eine Idee für eine neue Erfindung. Na, ich glaube... Ah, ich weiß nicht. Gucken wir doch mal, wo dieses Buch liegt. Karas geheimes Tagesbuch. Willst du es lesen? Nach einer langen Reise reicht mir Wassermia, die schwimmende Stadt. Wir haben halb verdurstet und meine Füße voller Blasen. Ich habe sie in ein Taschentuch gewickelt. Normalerweise hätte ich ja gejammert, aber habe aber nichts gesagt. Ich glaube, ich habe mich verändert. Ich bin glücklich, dass ich jetzt auch an andere denke. Ein Dorfbewohner erzählte mir Folgendes. Denke in einer Vollmondnacht auf einem Lotusblatt an deinen Liebsten und er wird dich erhören. Ein schöner Gedanke. Vielleicht probiere ich's. Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Eher nicht. Naja. Luke, achtet auf mein Haus. Fühlt euch wie zu Hause, solange ich vor Ort bin. Okay. Geht los hier. Ich glaube, irgendwelche Lotusblätter schwimmen hier auch durch die Luft. Ja, kann ich auch an dir vorbei, du Assi? Okay. So, sind wir ganz im Norden, oder was? Achso, ja, ich habe ja gar keine Karte. Ja, was heißt, die Karte wäre ja eh nicht gut. Kiak, kiak! Okay. Gucken wir mal, was hier so gibt. Lance! Erkennst du diese Person, Will? Es ist mein Vater. Ich begleitete Olman auf seiner Expedition. Es war gefährlich, aber spannend. Wow. Er hat anscheinend sein Gedächtnis verloren. Endlich finde ich meinen Vater, aber... schon kacke so. Warte, Will. Ich gehe mit. Na, okay. Ich bereite Lillys Party vor. Ich möchte vor Dunkelheit fertig sein. Gehen wir in unser Haus. Ich will aber noch nicht. Lass mich in Frieden, du Arsch. Gut. Ja, jetzt muss ich nur wissen, wo ich jetzt dieses... An der chinesischen Mauer hat mich einmal eine Schlange gebissen. Die Schlangen dieser Gegend lassen nicht mehr los, wenn sie dich beißen. Wenn ich eine Schlange beiß, laufe wie verrückt umher, bis sie loslässt. Ja, das gibt uns schon mal einen Hinweis auf die nächsten Gegner. So, ich muss Jars durchsuchen, weil in den Jars sind rote Juwelen. Und zwei Jars. Und zwar einmal irgendwo ganz links und einmal irgendwo in... Ja, das finde ich. Okay. Mein Vater ist ein Forscher. Bald wird er das goldene Schiff finden, um nach Hause zu kommen. Wir haben von unserem Vater bereits seit 6 Monaten nichts mehr gehört. Ich hoffe, er lebt. Sind alles meine Brüder wahrscheinlich. Ich weiß aber nicht mehr, in welchem Jar das ist. Also, fragt mich nicht.
Vor 2 Jahren erschien hier ein verrückter alter Mann und erzählte von einem riesigen Turm. So, mein Vater, du Arsch! Wenn du noch einmal beleidigst, dann gibt's auf die Fresse. Achso, das war hier, okay. Okay, oh, ich sollte das lassen, normal laufen. So viel interessanter. Gut, oder auch nicht, keine Ahnung. Schreibt's mir oder lasst das. Mir egal. Ich hörte von Sandfänger, einem riesigen Tausendfüßler, lebt in der chinesischen Mauer. Macht auch Sinn. Man sagt, Fluide seines Körpers heilen alles. Die chinesische Medizin ist schon seltsam. Aber die Körperflüssigkeiten eines Insekts trinken? Ich weiß nicht. Das gefällt mir nicht so richtig. Ich glaube, ich lasse es. Okay, ist noch ein Haus. Bald wird das Baby geboren. Wir können es kaum noch erwarten. Ich hab die alte Hust, Hust. Ich hab mich ein bisschen erkältet. Ich glaube, ich muss mal Zigaretten holen. Oh, was ist mit dir? Dies ist Watamir. Die Häuser stehen auf Flößen. Wir lieben Wasser. Willkommen in Watamir. Die Bewohner leben vom Fischfang und vom Bootsbau. Das ist sie. Nein, das ist sie auch nicht. Scheiße. Wo ist sie? Wo finde ich diese? Das Teil, was ich brauche. Krüge. Hä? Ah, da haben wir ihn. Schön. Das Wasser ist ein ewig Reisender. Es ist immer in Bewegung und es reinigt sich selbst. Oh, cool. Ich will mit aufsteigen. Was? Dieses Blatt ist voll. Ich habe es mit Alkohol beschüttet. Find ein anderes, um auf Wasser zu gleiten. Ja, kommt denn hier auch noch eins vorbei? Nee. Okay, der reist nur im Kreis. Gut. Dann wollen wir gucken. Dieses Tier ist ein Krug. Der Krug eignet sich zum Reisen in Wüsten. Er kommt lange Zeit ohne Nahrung und Wasser aus. Also im Prinzip Kamele. Nur, die hüpfen. Das ist eine Spielhölle. Kinder sollten sich hier nicht rumtreiben. Egal. Bam, bam! So, hier soll es auch noch einen geben. Ah, rotes Juwel. Alles klar. 2 Stück waren es, oder? Yep. Und in der großen Wall von China gibt es auch nur einen. Geh zu dem Floß außerhalb dieses Gebäudes, wenn du einen Haufen Geld benötigst. Schicksale bestimmen das Leben. Verschwinde deines nicht mit Glücksspiele. Ich bin der Juwelier. Ah. 29. Schön. Tschüss. Noch schaffst du es. Nun. Das ist ein Wettsaufen. Man kann hier wetten, wer gewinnt. Achso. Das Leben ist ein Spiel. Mach einen Fehler und du reist auf der Straße der Verlierer. Dieses Spiel wurde schon zu vielen Stunden Verhängnis. Ich denke, das ist Wettsaufen. Ich dachte, also ich spiele hier so ein komisches russisches Roulette-Prinzip. Was ich nachher auch mitspielen muss. Aber es wird eh noch erklärt. Von der Seite, was lasse ich. Oh, gerade verpasst. Und rauf. Jetzt bleibt es hier ewig stehen. Das ist echt nervig. Vor allem das Interessante ist. Okay. Ich bin damals mal irgendwann langweilig geworden und runtergegangen und dann was war denn? In Vollmondlichten spielen sie russisches Roulette. Russisches Glas. Das gefährlichste Spiel, das es gibt. Aber du bist noch jung. Ich denke, du wirst dein Leben nicht wegwerfen. Doch. Jetzt wird er ganz schnell hinterher. Okay. Dann lass uns doch mal. Dann haben wir ja eigentlich alles. Also. Und können im Prinzip einfach nochmal suchen, ob ich finde, wo wir wohnen. Hier. Oh! Mann! Scheiße! Ihr seid alle lieb. Jeder hat an meinen Geburtstag gedacht, hat sich dran erinnert. Bist du überrascht? Es sollte nämlich eine Überraschung werden. Hey Kara, hol das Geschenk. Ein Kuchen. Hier, eine Geburtstagstorte. Nina hat sie gebacken. Das stimmt, mein erster Kuchen. Es war schwierige Arbeit. Schwieriger als Diplomarbeit. Ich danke euch allen. Ich bin das glücklichste Mädchen der Welt. So begann Lillys kleine Geburtstagsparty. Party endete spät nachts. Dun dun dun. Oh, Lilly, kann ich dich mal kurz sprechen? Ein Moment mal kurz. Und weiter geht's. Ich warte draußen. Nanu, ich wundere mich was.